Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem letzten Treffen in diesem Semester, in dieser Vorlesung. Wir haben uns jetzt tatsächlich ein ganzes Semester mit Fragen der literarischen Gattungen und somit so manchem, was damit zusammenzuhängen scheint, beschäftigt. Zumindest zum Ende hin, zumindest im Rückblick, ging das dann doch ziemlich schnell. Ich hatte jedenfalls, als es an die Planung dieser Vorlesung ging, wesentlich mehr mit Ihnen vor. Sie sehen hier den Plan, den wir tatsächlich erledigt hatten. Ich wollte allerdings, jetzt sehen Sie einen Plan, den ich Ihnen in der ersten Sitzung gezeigt hatte, ich wollte Ihnen allerdings noch zahlreiche andere Aspekte, Mechanismen, Denkfiguren der Gattungstheorie und der Gattungsgeschichte vorstellen, ich wollte sie ansprechen und ich wollte sie mit Ihnen durcharbeiten. Eingeplant, Sie sehen das, war unter anderem eine Sitzung zur frühen Genesis der Trias. Da hatten wir uns unter anderem hätten wir uns unter anderem angeschaut, also die Zeit vor Goethe, da hätten wir uns unter anderem angeschaut, woher einige der grundlegenden Ideen kamen, nämlich nicht zuletzt aus Göttingen, wo einige der Theoretiker, mit denen wir uns befasst haben, zum Beispiel August Wilhelm Schlegel, studiert haben. Sie haben das getan bei Christian Gottlob Heyne, einem Professor für Poesie und Beredsamkeit, der damals grundlegende Kenntnisse der Philologie an diese junge Generation der späteren sehr einflussreichen Gattungstheoretiker vermittelt hat. Die saßen unter anderem in den Privatissima, in ausgewählten Lehrveranstaltungen von Heyne. Das werden wir uns diesmal nicht anschauen. Auch wollte ich Ihnen eigentlich unbedingt eine Sitzung zum Verhältnis von Literatur und Journalismus präsentieren, denn die Trennung zwischen literarischen Gattungen und, sagen wir, journalistischen Formaten scheint mir auch ein überaus interessantes Feld zu sein, ein Feld, auf dem es keineswegs zu keineswegs immer eindeutigen Abgrenzungen gekommen ist. Abgrenzungen, die auch heute noch oder vielleicht auch heute wieder in Frage stehen. Ich erinnere nur an das Handbuch, das wir uns in der ersten Vorlesungssitzung oder in den ersten Sitzungen ein paar Mal angeschaut hatten, nämlich das Handbuch der literarischen Gattungen von Dieter Lamping. Dort war, und zwar wohlgemerkt unter dem Titel Handbuch der literarischen Gattungen, ja von einer vierten Sammelkategorie die Rede, den Mischformen und diskursiven Texten, zu denen eben auch Gattungen, Formate, Genres gezählt wurden, die wir vermutlich primär im Bereich des Journalismus ansiedeln würden oder jedenfalls der Publizistik. Sie sehen hier markiert unter anderem das Feuilleton, die Glosse, das Interview und die Rezension und die Reportage, auch diese ja meist als ein journalistisches Format verstanden, und die Reportage wird im Handbuch der literarischen Gattungen sogar in der Sammelkategorie Epik behandelt. Hier wäre also noch viel zu diskutieren und vor allem wäre es interessant zu schauen, wo diese Formate herkommen, wie ihre Geschichte ist, ob und wie sie sich zum Beispiel aus der Literatur entwickelt haben. Und ob zum Beispiel ähnliche Aus- und Abgrenzungsmechanismen im Spiel sind, wie diejenigen, mit denen sich die Vertreter einer reinen, hohen Poesie Ende des 18. Jahrhunderts so etwas wie die didaktische oder die beschreibende Poesie vom Leib zu halten versucht haben. Aber all das erzähle ich Ihnen irgendwann anders einmal oder ich schreibe ein Buch darüber, wir werden das sehen. Und einiges haben wir ja dann doch geschafft. Dass es nicht so viel geworden ist, wie eigentlich mal gedacht, muss ich dann nicht zuletzt als Lehrgeld verbuchen. Lehrgeld, das man, wenn man so eine Vorlesung das erste Mal hält, wohl zahlen muss. Wir werden am Ende der Vorlesung noch ein wenig darüber sprechen, wie ich mich denn geschlagen habe. Sie können dann Feedback geben. Das werden wir aber eben erst am Ende machen. Was wir für den Rest der Vorlesung, heutigen Vorlesungssitzung vorhaben, sehen Sie hier. Wir werden anfangen mit einem kleinen Zwischenspiel, eine Mischung aus Rückblick auf die letzte Sitzung und allgemeiner Reflexion von Begriffsfragen. Dann gibt es ein bereits mehrmals angekündigtes letztes Beispiel, nämlich Pustekuchen. Wobei ich möchte in diesem Zusammenhang dann nochmal die Romandiskussion vom letzten Mal aufgreifen und Ihnen an einem sicher etwas schrägen Beispiel zeigen, wie der gerade geadelte Roman gegen, sagen wir, ungebildete Angreifer verteidigt wurde. Es folgt dann der fünfte Punkt, Fragen, es folgt der, dann der Versuch eines Resümees und dann der fünfte Punkt, Fragen und Feedback. Und alle, die wollen, können dann gehen und die, die bleiben müssen, können dann eine Klausur schreiben.
Wir fangen aber erstmal mit dem inhaltlichen Teil an. In der letzten Woche sind wir der Differenz von Poesie und Prosa etwas weiter gefolgt, oder genauer gesagt, ich hatte versucht, die Differenz in den Horizont von zwei Fragen zur Literatur um 1800 zu stellen. Die erste Frage betrifft dabei das, was wir als Dichotomisierung des literarischen Feldes kennengelernt haben, also eine Zweiteilung der literarischen Produktion in eine höhere und eine niedere Dichtkunst. Dabei konnten wir sehen, dass diese Zweiteilung, die wir unter anderem mit der Feldtheorie Pierre Bourdieus theoretisch unterfüttert hatten, dass diese Zweiteilung schon von Zeitgenossen in Zusammenhang gebracht wurde mit einer Differenzierung des Publikums in, sagen wir mal, gebildete Leser auf der einen Seite und ungebildete Leser auf der anderen Seite. Die zweite Frage zielte auf den Ort des Romans in der Literatur um 1800, wobei es hier eben im Wechselspiel mit der Dichotomisierung der Literatur darum ging, anhand des Romans einen Mechanismus zu beobachten, bei dem die Prosa poesiefähig wurde. Also es ging hier um die Idee einer poetischen Prosa. Ein Text nun, der als eine solche poetische Prosa angesehen wurde, ist dabei Goethes Wilhelm Meister. Wir sehen hier nochmal ein Schaubild, das ich letzte Woche gezeigt hatte. Es soll jenen Moment bezeichnen, an dem der Roman, der in der Regel aus dem Bereich der Dichtkunst, aus dem Bereich der Poesie ausgegrenzt wurde, als eine Gattung im Bereich der Poesie anerkannt wird. Diese Anerkennung des Romans als eine Gattung der Poesie, als eine Gattung der höheren Dichtkunst, zeigt sich dabei eben exemplarisch an Goethes Wilhelm Meister und mehr noch. Der Wilhelm-Meister-Roman wird zu einer Art Prototyp für jenen poetischen Roman, der nicht mehr ausgeblendet wird, eben weil er nicht mehr nur dürftige Nahrung oder sogar tödliches Gift für die unterhaltungssüchtigen Menschen ist, sondern als gute Nahrung, als anspruchsvoller Genuss auch für die Gebildeten gelten kann. Was ich dabei als Adelung des Romans bezeichnet habe, ist eben dies, die Poesiewerdung des Romans, sein Heraustreten aus dem Bereich der bloßen Prosa. Doch diese Poesiewerdung des Romans ist keineswegs eine totale, so als gelte jetzt plötzlich jeder Roman als Poesie. Im Gegenteil, für einen Großteil der Romane gilt in den Augen der meisten damaligen Theoretiker weiterhin das, was Friedrich Schlegel für die niedere Kunst allgemein gesagt hat: der Name der Kunst wird entweiht, wenn man das Poesie nennt. Geadelt, für poetisch erklärt wird also keineswegs der Roman insgesamt, sondern nur ein bestimmter Romantyp. Dass selbst dieser Typ geadelt werden kann, dass es diese Möglichkeit einer Poesiewerdung des Romans gibt, hängt dabei mit einem Prozess zusammen, in dem Begriffe wie Poesie und Prosa unscharf werden oder besser ambivalent, mehrdeutig und damit immer auch strategisch einsetzbar. Ich hatte Ihnen das in der letzten Woche exemplarisch anhand einer Stelle aus einem Brief gezeigt, den Friedrich Schiller nach der Lektüre des Wilhelm Meister an Goethe schickt. Ich zitiere nochmal die zentrale Passage. Schiller schreibt an Goethe, und zwar am 20.10.1797: Die Form des Meisters, wie überhaupt jede Romanform, ist schlechterdings nicht poetisch. Sie liegt ganz nur im Gebiete des Verstandes, steht unter allen seinen Forderungen und partizipiert auch von allen seinen Grenzen. Weil es aber ein echt poetischer Geist ist, der sich dieser Form bediente und in dieser Form die poetischsten Zustände ausdrückte, so entsteht ein sonderbares Schwanken zwischen einer prosaischen und poetischen Stimmung, für das ich keinen rechten Namen weiß. Schiller begründet sein Schwanken dabei, und das ist zentral, mit einer bestimmten psychischen Wirkung. Irgendwie versetzt ihn der Roman einerseits in eine prosaische Stimmung, die er zurückführt auf die eben schlechterdings nicht poetische Romanform, andererseits aber, und das ist jetzt das Entscheidende, andererseits aber versetzt ihn der Roman in eine poetische Stimmung, die auf die vorzügliche Eignung des Urhebers, des poetischen Geistes Goethe zurückzuführen ist, und eben dieser poetische Geist, das ist dieser echt poetische Geist, der kann nun einmal poetischste Zustände ausdrücken. Sie hatten nun, als ich Ihnen das in der letzten Woche vorgestellt habe, zu Recht noch einmal nachgefragt, also was für Poesie und was für Prosa-Begriffe setzt Schiller hier eigentlich voraus? Das war Ihre Frage. Sie fragten, geht es um die Form? Ich meine, Schiller spricht ja von der Romanform, die eben nicht poetisch sei. Oder arbeitet er mit einem anderen Poesiebegriff, also etwa, so hatte ich das vorgeschlagen, mit einem psychologisierten Poesiebegriff, wie wir ihn auch schon bei Johann Jakob Engel begegnet sind. Der Punkt,
das scheint mir, der Punkt nun ist, Schiller verwendet beide Poesiebegriffe und er kombiniert sie auf eine strategische Weise, die es ihm eben möglich macht, Goethes Roman dann doch als zumindest schwankend poetisch auszuweisen. Also, dieser Punkt ist in der Tat entscheidend und er hängt wiederum mit dem zusammen, was wir in den letzten beiden Wochen in Zusammenhang mit dem Geschmack beobachtet haben. Also, der Begriff der Poesie wie auch der Begriff der Prosa haben, das sieht man bei Schiller, unterschiedliche Bedeutungsebenen. Eine davon ist die Formebene, die irgendwie immer noch die primäre Zuordnungsebene darzustellen scheint. Darüber hinaus jedoch gibt es die psychologische Deutung der Begriffe. Und diese lässt sich nun strategisch, ja sogar begriffs-, literatur- und eben gattungspolitisch einsetzen. Was meine ich damit? Also, es ist tatsächlich nahezu völlig egal, welche Form, welche Merkmale ein Text aufweist. Das psychologische Argument kann zu jeder Zeit greifen, um einem Text die Poesiehaftigkeit zu- oder eben abzusprechen. Angesichts einer formvollendeten Ode kann man zum Beispiel sagen, das bringt mich jetzt nicht in eine poetische Stimmung, ist also keine Poesie. Und angesichts eines aus Formsicht unpoetischen Romans kann man sagen, oh, der bringt mich jetzt aber irgendwie in eine poetische Stimmung, also muss das dann irgendwie doch Poesie sein. Das Ganze kann noch weitergehen. Es kann sich zum Beispiel auch auf den Autor beziehen. Dieser Autor, kann man sagen, schafft es einfach nicht, poetische Zustände in seinen Texten zu erzeugen und mich dadurch in eine poetische Stimmung zu bringen. Also ist dieser Autor vielleicht ein Schreiberling oder sowas, sicher, aber ist er kein Poet. Sie merken wahrscheinlich, worum es mir geht. Mit den psychologisierten Begriffen lässt sich hervorragend Literaturpolitik und Gattungspolitik betreiben. Texte und Akteure lassen sich ausgrenzen, aber eben auch ganze Gattungen. Genau eine solche Ausgrenzung passiert ja bei der didaktischen Poesie. Und mehr noch. Diese Ausgrenzungen lassen sich nicht nur mit den Begriffen Poesie und Prosa vornehmen, sondern auch mit jenen drei literarischen Gattungsbegriffen, die wir im Rahmen der Gattungstrias diskutiert haben. Ich kann das hier nur andeuten, und zwar mit einem Beispiel. Das Beispiel stammt aus einer Vorlesung, die wir kennen ihn bereits sehr gut, August Wilhelm Schlegel, 1798, unter dem Titel Vorlesung über philosophische Kunstlehre in Jena gehalten hat. Die Manuskripte dieser Vorlesung erscheinen erst wesentlich später, nämlich erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Drei Zitate habe ich aus dieser Vorlesung für Sie mitgebracht. Das erste findet sich ganz zu Beginn des Abschnitts über die lyrische Dichtungsart. Und wir beobachten jetzt mal einmal, wie Schlegel zunächst eine Begriffsdefinition einführt und wie er dann mit dieser Gattungsbegriffsdefinition operiert, und zwar indem er Texten Gattungsförmigkeit abspricht. Also, es geht um die Definition des lyrischen Gedichts und gleich am Anfang, wo es um diese Definition geht, schreibt Schlegel folgendes, Paragraph 185, das lyrische Gedicht ist die Darstellung einer bestimmten Gemütsregung. Das ist die erste Definition. Diese Definition muss jetzt weiter ausgearbeitet werden, vor allem auf den Aspekt der Gemütsregung eingegangen wird. Dazu geht es weiter im nächsten Punkt, das ist der Paragraph 186. Dort steht, alle unmittelbare Darstellung innerer Zustände, das heißt aller Ausdruck, ist entweder mimisch oder musikalisch. Also hier, unmittelbare Darstellung innerer Zustände, das ist die Darstellung einer bestimmten Gemütsregung. Das wird jetzt weiter ausdifferenziert in mimisch oder musikalisch, wobei Schlegel fortfährt. Da nun der mimische Ausdruck einer einzelnen Gemütsbewegung sich gar nicht von wirklicher Natur unterscheiden lässt und also auch nicht ins Gebiet der Kunst gehören würde, so ist der Ausdruck im lyrischen Gedicht notwendig musikalisch. Also das eine ist nicht kunstförmig, lässt sich als Kunst gar nicht erkennen, sondern ist Natur. Deshalb ist die Darstellung einer bestimmten Gemütsregung im lyrischen Gedicht, will sie Kunst sein, musikalisch. Das ist die Argumentation. Es läuft dann hinaus auf eine bestimmte Setzung, diese Argumentation, nämlich, dass der Ausdruck im lyrischen Gedicht notwendig musikalisch ist. Nun mag man sich natürlich fragen, was genau ein musikalischer Ausdruck ist. Schlegel widmet sich dem durchaus in einiger Ausführlichkeit. Für uns ist allerdings nur wichtig, dass es auch hier letztlich darauf hinausläuft, dass wir eine Art psychologischen Mechanismus am Werk sehen. Auch hier, Schlegel arbeitet dann mit Gemütsbewegung, mit der Freiheit gegenüber dem eigenen Empfinden und so weiter. Das ist seine Argumentation, die soll uns aber nicht so sehr interessieren. Wichtig ist, dass das auch eine psychologische Argumentation ist.
Das heißt aber auch, ob ein Ausdruck musikalisch ist oder nicht, das ist wiederum ein relativ subjektives Urteil, ein Geschmacksurteil. Und als solches Urteil wird dann die Idee der Musikalität der Lyrik später auch verwendet. Jetzt kommt das dritte Zitat. Thompsons Vier Jahreszeiten, Kleists Frühling haben jene musikalische Stimmung nicht. Ihre Schilderungen sind bloß Aggregate ohne lyrische Einheit. Thompsons Vier Jahreszeiten und Kleists Frühling sind Texte, literarische Texte, man könnte auch sagen lyrische Texte. Kleists Frühling, gemeint ist hier nicht der bekannte Heinrich von Kleist übrigens, sondern der ältere Ewald Christian von Kleist. Kleists Frühling fängt zum Beispiel so an: Der Frühling. Empfangt mich, heilige Schatten, ihr Wohnungen süßer Entzückung, ihr hohen Gewölbe voll Laub und dunkler schlafender Lüfte, die ihr oft einsamen Dichtern der Zukunft Fürhang zerrissen, oft ihnen des heitern Olymps azurne Toren eröffnet und Helden und Götter gezeigt. Empfangt mich, füllet die Seele mit holder Wehmut und Ruh, oh, daß mein Lebensbach endlich von Klippen da entsprang, in euren Gründen verflösse. Das ist der Text, von dem Schlegel eben noch gesagt hat, ihm fehle die lyrische Einheit, er sei eben nicht musikalisch. Für uns allerdings sieht das schon sehr nach der lyrischen Dichtungsart aus. Nach Schlegel ist es das aber eben nicht. Die musikalische Stimmung fehlt aus seiner Sicht. Es ist keine Lyrik. Nun habe ich Schlegels Argumentation hier etwas vereinfacht dargestellt. Im Kern aber sehen Sie hier, wie hier im Gebiet also der klassischen Gattungsbegriffe, jedenfalls der Gattungstrias, die gleichen Strategien gefahren werden, wie wir sie auch im Bereich der Poesie- und Prosadifferenz beobachten können. In beiden Fällen geht es darum, kommt es zu einem bestimmten Typ von Gattungszuordnungsurteil, könnte man sagen, und zwar infolge der Psychologisierung von Gattungsbegriffen. Das sieht konkret so aus, wobei ich sagen muss, dass diese Überlegungen noch und Beschreibungen, die ich da vornehme, immer noch irgendwie Thesenstatus haben. Aber diese These wäre in etwa so. Der Gattungsbegriff wird zunächst gekoppelt an ein Kriterium oder an Kriterien, die sich nicht mehr direkt auf Texteigenschaften zurückführen lassen, sondern eben psychische Reaktion, irgendeine Art von Empfindung, Gemütslage bezeichnen. Also ein psychisches Ereignis oder einen psychischen Zustand. Diese Operation eröffnet dann die Möglichkeit, bestimmte Urteile zu fällen, Urteile, die zum Beispiel folgender Art sind. Ich werde nicht in den Zustand XY versetzt, also ist der Text kein YZ. Also das wäre die Schiller-Variante, also so wie Schiller in dem Zitat vorhin urteilt. Diese Variante ist, so könnte man sagen, rezeptionsorientiert. Oder aber es gibt eine andere Variante, der Text drückt nicht XY aus, wobei eben XY ein psychischer Zustand ist, also ist er nicht YZ. Das ist die August-Wilhelm-Schlegel-Variante, die ist vornehmlich produktionsorientiert, wobei man sagen muss, dass diese Varianten sehr schnell ineinander übergehen können. Der Clou ist nun, keines dieser Urteile lässt sich hinreichend durch Texteigenschaften begründen, es handelt sich letztlich um Werturteile. Ob man diesen zustimmt, ob diese einen überzeugen, beruht dabei allerdings auf der Autorität des Urteilenden. Es beruht nicht nur darauf, sondern auch auf den unzureichenden Gründen, den Argumenten, die dieser anführt, aber hinzukommen muss zudem die Autorität, gewissermaßen die Güte des Urteilenden, sein Geschmack, das Vertrauen, das ich seinem Geschmack entgegenbringe. Wir haben es hier also immer auch mit Zuordnungs- oder Ausgrenzungsurteilen zu tun. Diese mögen vielleicht innerhalb eines bestimmten theoretischen Kontextes gerechtfertigt sein, letztlich aber sind es Werturteile, die auf einer bestimmten Perspektive, auf einer, so könnte man auch sagen, bestimmten Ideologie basieren. Sie erinnern sich vielleicht an den Anfang unserer Vorlesung im Herbst des letzten Jahres. Genau solche Aspekte haben uns dabei interessiert bei der allgemeinen Frage danach, was eigentlich Gattungen sind. Ich hatte dort mehrfach zum Beispiel darauf hingewiesen, dass sich Gattungen sicher auch rein wissenschaftlich, also gewissermaßen interesselos bestimmen lassen. In der Regel ist das aber sicher nicht der Fall. In der Regel sind schon Gattungsbestimmungen durchwirkt von bestimmten weltanschaulichen Prämissen, von bestimmten Wertannahmen, von bestimmten ästhetischen Überzeugungen. Eklatanter wird dies noch, wenn es um die Zuordnung von einzelnen Texten zu Gattung geht, also um den Nachweis der Gattungszugehörigkeit von Texten, aus welchen Gründen auch immer.
Hier kommen dann, und das haben wir eben bei Schläger gesehen, hier kommen dann sehr schnell Werturteile mit ins Spiel, bei denen es auch um die Ausgrenzung und Degradierung von Texten gehen kann. Das Gleiche lässt sich nun auch eben für jenes Feld sagen, das wir gerade beackern, also das für das Feld der Poesie-Prosa-Unterscheidung. Lassen Sie uns kurz festhalten, was wir hier bisher beobachtet haben. Wir kommen also jetzt zurück zur Poesie-Prosa-Differenz und zurück zum Rückblick. Erstens haben wir ganz grundsätzlich gesehen, dass die Poesie-Prosa-Unterscheidung um 1800 relevant ist. Sie könnte ja auch irrelevant sein, aber sie ist relevant, mit ihr wird argumentiert, mit ihr wird Literaturpolitik betrieben. Also das heißt, man macht sich Gedanken über diese Unterscheidung, man macht sich sogar sehr eingehend Gedanken darüber. Diese Gedanken dienen dabei zwar auf den ersten Blick der Definition des Literaturbegriffs, deutlich wird aber auch, dass dieser Literaturbegriff nicht in der Poesie-Prosa-Unterscheidung aufgeht. Hier kommen dann die Begriffsverschiebung und die Begriffsverdoppelung ins Spiel, also Formulierungen wie poetische Prosa oder prosaische Poesie. Dabei basiert die Poesie-Prosa-Unterscheidung zweitens keineswegs nur auf Textmerkmalen, sie fußt vielmehr auf einem psychologisierten Begriffsverständnis. Dieses ist dabei gekoppelt an bestimmte Dispositionen der Produzenten und Rezipienten, die letztlich einen bestimmten Bildungsstand aufweisen und über einen besonders ausgeprägten Geschmack verfügen müssen. Die Poesie, jedenfalls die wahre Poesie, wird damit, so könnte man sagen, zu einem elitären Projekt. Drittens hatten wir gesehen, dass dieses elitäre Poesieprojekt unter bestimmten Umständen auch den eigentlich poesiefernen Roman umfasst. Allerdings eben nur jenen Roman, der bestimmte psychische Reaktionen hervorzurufen vermag, oder anders gesagt, nur jener gute Roman darf als legitime Poesie gelten, der poetische Stimmung erzeugt und damit auch den Geschmacksvorstellungen des gebildeten Rezipientens entspricht. Im Wilhelm Meister nun hatten die elitären Theoretiker der Poesie genau diesen Roman gefunden. Als poetische Prosa, als poetischer Roman konnte gelten, was dem Typus des Wilhelm Meisters entsprach. Ein Romantypus, der bereits in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts als Bildungsroman bezeichnet wurde, oder wie es bei Karl Morgenstern, der diesen Begriff ins Spiel brachte, heißt, Zitat, ist jeder gute Roman ein Bildungsroman, will und soll jeder es sein, wenn er, erwidern wir, ein Kunstwerk sein und auf mehr als bloß flüchtige Unterhaltung Anspruch machen will, allerdings. Oder kurz gefasst, ist jeder gute Roman ein Bildungsroman, wenn er ein Kunstwerk sein will, allerdings. Was ich Ihnen im folgenden Schritt nur noch kurz vorstellen möchte, ist ein kleines Scharmützel im literarischen Feld, das man als einen Verteidigungskrieg bezeichnen könnte. Verteidigt wurde dabei Goethe, verteidigt wurde aber zugleich der geadelte Typus des Romans, also jener Roman, der nicht nur als Roman, sondern als poetischer Roman, als Poesie gelten durfte. Und der Angreifer, gegen den man diesen Roman verteidigen musste, war Johann Friedrich Wilhelm Pustekuchen. Wir kommen also zum dritten Punkt. Also, was war geschehen? Nun, zunächst einmal ist entscheidend, dass gerade nichts geschehen war. Seit den späten 1810er Jahren kursierten nämlich Gerüchte, dass Goethe an einer Fortsetzung des Wilhelm Meister Romans arbeitete. Diese Fortsetzung aber erschien nicht, jedenfalls erst einmal nicht. Man wartete also auf diese Fortsetzung. 1821, dann kam sie, oder besser, es erschien ein Roman, der den Titel Wilhelm Meisters Wanderjahre trug und der ganz offenbar die Handlung des Wilhelm Meisters fortsetzte. Wer der Verfasser dieses Romans war, wusste man allerdings nicht. Der Roman war anonym erschienen. Kurze Zeit später, ebenfalls noch 1821, erschien dann jedoch ein Roman mit dem Titel Wilhelm Meisters Lehrjahre und dieses Mal war explizit Goethe als Verfasser genannt. Wer aber war der Verfasser der anderen Wilhelm Meister Fortsetzung? Also es ist nicht ganz klar, die Philologen haben sich natürlich viel Mühe gegeben, die zeitliche Abfolge zu rekonstruieren. Es scheint wohl so, dass der anonyme Wilhelm Meister etwas früher auf dem Markt war. Ganz sicher ist das nicht. Aber auf jeden Fall entstand Verwechslungsgefahr. Das ist der zentrale Punkt. Wie dann jetzt genau die zeitliche Abfolge ist, kann teilweise, kann wohl nicht mehr rekonstruiert werden. Aber wer war die Frage, die jetzt aufkam, ist, wer war denn der Verfasser, der sich hier so, der im Grunde Goethe ein Kuckucksei ins Nest gelegt hatte? Wer war der Verfasser der anonymen erschienenen Wilhelm Meisters Wanderjahre?
Einige Zeit gab es Gerüchte, aber schnell kam dann heraus, dass es sich beim Verfasser der falschen Wanderjahre, so nannte man dann den Roman bald, dass es sich bei diesem Verfasser um einen Mann namens Johann Friedrich Wilhelm Pußkuchen handelte, geboren 1793 in Detmold, gestorben 1834 in Wiebelskirchen. Ein, so heißt es in der Wikipedia, evangelischer Geistlicher, belletristischer und pädagogischer Schriftsteller. Ein Autor allerdings, der bis zu den falschen Wanderjahren weitgehend unbekannt war, der aber nun, eben weil er sich erdreistet hatte, Goethes Wilhelm Meister fortzusetzen, für einige Aufregung sorgte. Dabei gab es durchaus einige wenige anerkennende Stimmen, in der Regel aber wurde massiv gegen Pußkuchen vorgegangen. Ich zitiere mal ein paar der Beschimpfungen, die Pußkuchen ob seiner falschen Wanderjahre erfahren musste. Die erste Beschimpfung stammt aus einem Gedicht von Franz Grillparzer. Noch eins an den Verfasser der falschen Wanderjahre, was schon signalisiert, dass er schon andere geschrieben hatte. Also unter diesem Titel, das Gedicht ist aus dem Juni 1822, heißt es: Handwerksbursche, wandre, fechten gehen auch andre, warum nicht auch du? Doch Gesellen schwächen, sollst nur hänselnd rächen, mehr kommt dir nicht zu, Meister lass in Ruh. An anderen Stellen wird Pußkuchen als Lumpenpopanz oder sogar als Schmeißfliege beschimpft und von Karl Marx, von Charlie Marx, dem Begründer des Marxismus, ist ein längeres Gedicht überliefert, in dem zum Beispiel folgende Zeilen vorkommen. Und das richtet sich alles gegen Pußkuchen. So knete deinen Kuchen nur zurecht, dann bleibst du immer noch ein Bäckerknecht. Diese Schmähungen, von denen sich noch einige mehr anführen ließen, greifen dabei auf bestimmte Semantiken zurück, die ganz interessant sind. Die erste semantische Schicht, könnte man sagen, greift dabei die Dichotomie von Meister und Handwerker auf. Eine Dichotomie, die auch die Diskussion um die würdige Poesie und eben auch um den hohen und den niederen Roman prägt. In der letzten Sitzung etwa hatten wir einen Blick auf einen Text von August Wilhelm Schlegel geworfen, in dem dieser sich eben dieser Dichotomie aus Handwerkern und Meistern bedient. Sie sehen hier noch einmal die entsprechende Passage. Schlegel kontrastiert hier mit Blick auf den Roman die Unternehmung des Meisters mit der stupiden Genügsamkeit des Handwerkers. Also bei dieser semantischen Schicht der Schmähung geht es also in erster Linie um, sagen wir, ästhetische Fähigkeiten und Ansprüche, also gewissermaßen um das Potenzial, wirkliche Meisterwerke zu schaffen oder eben bloße Handwerksarbeiten. Aber in den Schmähungen Pußkuchens steckt noch etwas anderes, nämlich so etwas wie eine soziale Degradierung. Natürlich steckt sie auch schon in der Differenz zwischen Handwerker oder genauer Geselle und Knecht auf der einen Seite und Meister auf der anderen Seite. Auch darin steckt schon eine soziale Dimension. Die Knechte stehen natürlich deutlich unter dem Meister. Diese soziale Erniedrigung wird aber sozusagen nochmal auf die Spitze getrieben, wird nochmal überspitzt in Bezeichnungen wie Lumpenpopanz oder aber in der Wendung Fechten gehen auch andere. Beide verweisen sie auf die soziale Figur des Bettlers, nämlich, also zu fechten gehen, ich weiß nicht, wissen Sie, was das heißt? Nein, fechten gehen bedeutet, so heißt es im deutschen Wörterbuch, oder dazu heißt es, liest man im deutschen Wörterbuch folgendes: Auch Spielleute und Schwerttänzer, Vagierende, Schüler und Handwerksgesellen zogen im Land umher, gingen fechten, gingen betteln, drohten den Leuten mit dem Schwert, da wo ihnen Brot und kleine Gabe geweigert wurde. Also das ist eine Form des aggressiven Bettelns, fechten gehen, so könnte man sagen. Und der Lumpen ist die Bettlerkleidung. Als Lumpenmann bezeichnet man nach dem deutschen Wörterbuch zum Beispiel einen armseligen, nichtswerten Mann. Also, mit den polemischen Beschimpfungen, die Pußkuchen nach der Veröffentlichung seiner Wilhelm-Meister-Fortsetzung erfuhr, wird ihm nicht nur die ästhetische Würde abgesprochen, er wird letztlich auch als einer von ganz unten in der Gesellschaft, als Teil des Abschaums der Gesellschaft beschimpft. Und das ironischerweise selbst von jemandem wie Karl Marx, der nur wenige Jahre später sein so wirkmächtiges sozialrevolutionäres Programm formulieren wird, der aber, als er seine Schmähzahlen schreibt, noch deutlich im Banne Goethes steht. Also auch der Marxismus war nicht immer das, was er dann mal wurde. Jedenfalls Karl Marx war nicht immer das, was er mal wurde.
Nun könnte man die sozialen Erniedrigungen, die Pustekuchen in den Beschimpfungen erfahren müsste, einfach als Schimpfwörter abtun. Er hatte sich eben mit Goethe angelegt, hatte frecherweise versucht, mit einer eigenen Fortsetzung des Wilhelm Meisters etwas von Goethes Ruhm abzubekommen, und das ging halt einfach in den Augen der Beschimpfer nicht, da musste man zu den übelsten Schimpfwörtern greifen, die man parat hatte, und das sind nun mal häufig Schimpfwörter, die mit einer Semantik des sozialen Niedrigen arbeiten. Meiner Meinung nach steckt in diesen sozial degradierenden Schmähungen aber tatsächlich eine soziale Dimension. Anders gesagt, es ging schon darum, es war schon wichtig, Pustekuchen als einen aus den niederen Gefilden der Gesellschaft dastehen zu lassen, als jemanden, der schlicht grundsätzlich nicht gebildet genug war, um Goethe und seinen Roman irgendetwas Vergleichbares entgegenzusetzen. Und mehr noch, Leute wie Pustekuchen und Romane wie Pustekuchen sie sich vorstellte, waren eine Gefahr für das, was sich gerade als elitärer Roman zu etablieren begann. Also noch einmal anders formuliert, dass hier so vehement und so böse gegen Pustekuchen und seinen Roman vorgegangen wurde, hängt meines Erachtens auch damit zusammen, dass Pustekuchen mit seinem Roman einen Angriff auf den gerade eben geadelten Romantypus im Stile des Wilhelm Meisters unternommen hatte. Das muss ich Ihnen jetzt etwas genauer erläutern, und zwar indem ich Ihnen erst ein bisschen was zu Pustekuchen und dann zu seinem Roman und schließlich zu den Reaktionen auf den Roman erzähle. Also, wer war eigentlich Pustekuchen? In Kürze könnte man sagen, er war einer aus dem bildungsnahen Kleinbürgertum, der zeitlebens versuchte, ins Bildungsbürgertum aufzusteigen, ein Aufstieg, der ihm allerdings nie wirklich gelang. Pustekuchen war das fünfte Kind eines Kantors, Elementarschullehrers und regional populären Musikschriftstellers. Er erfährt eine grundlegende ästhetische Bildung, besucht das Gymnasium und fängt dann in Göttingen ein Theologiestudium an, das er wegen gesundheitlicher Probleme abbricht. Es geht die Legende, diese gesundheitlichen Einschränkungen seien auf Baden bei Gewitter zurückzuführen. Danach versucht er sich als Haus- und Schullehrer, ist aber unzufrieden, studiert nochmal, zunächst Philosophie, dann nochmal Theologie. Danach wird er Pfarrer, erst in einem kleinen Ort namens Lieme, später im saarländischen Wiebelskirchen. Geprägt ist sein Leben dabei stets durch finanzielle Sorgen, und es ist geprägt durch eine Sehnsucht, den Aufstieg in die gebildete Welt zu schaffen. Dies gelingt ihm jedoch nicht. Zeitlebens hat er versucht, sich als Autor und Publizist einen Namen zu machen. Es bleibt aber bei ein paar Gedichten, einigen Novellen, einigen populärpädagogischen Schriften und den bekannten falschen Wanderjahren. Zugang zu den gebildeten Kreisen erlangte er nie. Er bleibt eine Nebenfigur, die sich redlich bemüht, aber nie den Aufstieg schafft. Er stirbt schließlich früh mit gerade mal 40 Jahren. Pustekuchen war, das muss man hinzufügen, recht strikt religiös und hatte recht strenge moralische Überzeugungen. Und er hat, ich komme zu seinem Roman, und er hat etwas gegen die Art und Weise, wie Goethe das Leben seines Wilhelm Meisters in seinem ersten Roman entwickelt hat. Wie ich Ihnen ja letzte Woche erzählt hatte, schickt Goethe seine Romanfigur auf eine Art Bildungsreise durchs Leben. Wilhelm ist dabei ein Charakter, der durchaus seine Schwächen hat. Wilhelm macht Fehler, er gerät auf Irrwege, lernt aus diesen Irrwegen und nähert sich nachher einer adligen Gesellschaft an, deren Ideen einer praktisch orientierten Lebensführung er sich verpflichtet fühlt. Für Pustekuchen war das nicht in Ordnung. Wilhelm war keine starke Figur, er war ein schwankender Charakter. Das passte ihm nicht. Also verpasste er Wilhelm in seinem Roman eine Art Umerziehungsprogramm. Inhaltlich, oder Neuerziehungsprogramm. Inhaltlich setzt Pustekuchens Roman dabei genau da an, wo Goethes Roman aufhört. Wilhelms Leben wird uns also weitergeschildert. Allerdings stellt Wilhelm sehr schnell fest, dass seine bisherige Entwicklung, also die Entwicklung, die bei Goethe geschildert wurde, falsch war. Denn Wilhelm war, jedenfalls aus Sicht Pustekuchens, kein wirklich großer Charakter geworden, kein wirklicher Held, sondern ein, so könnte man sagen, normaler Mensch, ein normaler Bürger, der sich mit den Anfordernissen der Gesellschaft und auch mit seinen eigenen Schwächen arrangiert hatte. Das wird durchaus lustig skizziert. Also Wilhelm, die Diskussion in Pustekuchens Wanderjahren drehen sich unter anderem immer wieder um Goethe, um Goethes Werke. Und Wilhelm, der eben Goethes Werke liest, stellt dann langsam fest, dass Goethe keine guten Charaktere schildern kann. Und das sind dann so selbstreflexive Schleifen, die dann durchaus eine gewisse Gewitztheit erkennen lassen. Also, für Pustekuchen bestand das Problem darin,
Ein literarischer Charakter sollte aus seiner Sicht keine Schwächen haben, er soll ein starker Charakter sein. Literatur sollte für ihn, ich zitiere, Helden der Freiheit, des Patriotismus, der Kraft, der sittlichen Strenge, des Glaubens, der Liebe darstellen. Goethes Wilhelm war aber aus seiner Sicht nicht so ein Held, dafür war er zu sensibel, in sich zu problematisch, zu nachdenklich vielleicht auch. Und genau das ändert Pustekuchen nun in seiner Fortsetzung. Wilhelm wird von ihm zu einer starken, erfolgreichen Figur umerzogen. Ein Vorbild, einer, der so ist, wie auch Pustekuchen gern gewesen wäre. Pustekuchens Roman, Sie haben es gemerkt, bedient sich also des gleichen Handlungsschemas wie Goethes Roman. Auch hier wird die Entwicklung einer Figur, wird eine Individualgeschichte geschildert. Auch Pustekuchens Roman ist also eine Art Bildungsroman. Insofern erfüllt er prinzipiell jene strukturellen Kriterien, die für den poetischen Roman notwendig waren. Dieser sollte ja, wir hatten es uns das skizzenhaft so veranschaulicht, vom Typ des Wilhelm Meisters sein, also die individuelle Bildungsgeschichte eines Protagonisten entwickeln. Warum aber wurde nun Pustekuchens Roman nicht anerkannt? Warum wurde so vehement gegen Pustekuchen geschimpft? Warum wurden Pustekuchen und sein Roman ausgegrenzt? Die Sache ist einigermaßen kompliziert. Ich habe das in einem Aufsatz, der bald erscheinen wird, detailliert dargelegt. Ich versuche mich jetzt einmal an einer Kurzfassung und die ginge so. Fragen wir uns zunächst, warum Pustekuchen so starke Charaktere in der Literatur haben will, warum er also den gemischten Charakter Wilhelm, wie Goethe ihn skizziert hat, also ein Charakter, der durchaus seine Schwächen hat, warum Pustekuchen damit nichts anfangen konnte. Nun, für Pustekuchen, das wird in einigen Gesprächen im Roman selbst erläutert, sind solche Charaktere mit Schwächen gefährlich. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Der Leser eines solchen Romans läuft nach Pustekuchen nämlich Gefahr, sich an diesem Charakter ein Vorbild zu nehmen. Er liest also den Roman, erlebt die Entwicklung des Charakters mit und denkt sich, so soll es sein. Das aber heißt, Pustekuchen unterstellt dem Leser, dass er identifikatorisch liest. Der Leser identifiziert sich mit den Figuren eines Romans, nimmt diese Figuren als Vorbild und orientiert sich an ihnen. Für einen solchen identifikatorisch lesenden Leser ist es dann ein Problem, wenn er Charaktere vorgesetzt bekommt, die nicht perfekt sind, die auch ihre Schwächen haben, die sich vielleicht auch mal etwas Falsches, vielleicht sogar etwas unmoralisch, etwas Unsittliches erlauben. Weil das aber ein Problem ist, muss man aus Pustekuchens Sicht Charaktere darstellen, die perfekt sind, ideale Charaktere, an denen man sich orientieren, die man sich zum Vorbild nehmen kann. Damit haben wir zwei Beobachtungen zusammen. Zum einen ändert Pustekuchen in seinem Roman die Figur Wilhelm ab. Wilhelm ist nicht mehr ein Charakter mit Schwächen, sondern er ist ein idealer Charakter, ohne Schwächen. Zum anderen rechnet Pustekuchen mit einer bestimmten Art der Lektüre, nämlich einer identifikatorischen Lektüre. Beide Aspekte gehören dabei natürlich zusammen. Ne? Also weil Pustekuchen mit dieser Art der identifikatorischen Lektüre rechnet, muss die Figur Wilhelm tadellos sein, ein idealer Charakter. Entsprechend kritisiert Pustekuchen in seinem Roman implizit und auch explizit die von Goethe entworfene Figur Wilhelm, eben weil diese kein idealer Charakter ist. Genau das jetzt ist aber der Punkt, an dem sich die Geister scheiden, oder anders gesagt, genau das ist der Punkt, an dem sich die vehemente Kritik an Pustekuchen wiederholt entzündet. Ich zitiere mal aus einer im Gegensatz zu den Schmähungen von vorhin sehr sachlichen Kritik. Es ist eine sehr ausführliche Kritik, über 60 Seiten lang. Erschienen ist sie 1823 in den Jahrbüchern der Literatur. Ich zitiere nur eine Kurzpassage. Am Anfang dieser Passage stellt der Rezensent mit dem Nachnamen Benecke ganz im Sinne von Pustekuchen fest, dass es Goethes Eigentümlichkeit sei, mit dem Unsittlichen das Schöne und Liebenswürdige zu einem Charakterbilde zu verknüpfen. Also auch hier, da ist er ganz auf einer Linie mit Pustekuchen. Goethes Charaktere haben sowohl schöne, liebenswürdige Komponenten als eben auch eine unsittliche Dimension. Es stimmt also im Pustekuchen im Prinzip zu, Goethes Charaktere sind nicht ideal. Das hat nun bestimmte Konsequenzen, denn so fährt der Rezensent fort, ich zitiere, denn auf diese Weise kommen schwache und beschränkte Geister in die Gefahr, mit diesen zugleich auch jenes lieb zu gewinnen und nachzuahmen, also mit dem Schönen und Liebenswürdigen, das gewinnen sie lieb und ahmen sie nach, aber die Gefahr besteht nun, dass sie auch das Unsittliche wahrnehmen, liebgewinnen und nachahmen.
Auch das ist immer noch im Prinzip ganz im Sinne Pustekuchens, allerdings mit einer kleinen Modulation, die entscheidend ist, ja, in der im Grunde die ganze Pointe steckt. Es ist nämlich nicht jeder Leser, für den die gemischten Charaktere Goethes ein Problem sind, vielmehr sind es nur die schwachen und beschränkten Geister, die sich von den gemischten Charakteren, die auch mal was Unmoralisches tun, hinreißen lassen. Genau diese Argumentation setzt der Rezensent dann noch etwas weiter fort. Ich zitiere noch etwas weiter. Wir geben dies alles gern zu und haben durchaus nichts gegen unseres Verfassers Gastwirt, welcher seiner Tochter das Lesen goethischer Werke untersagt. Wo eine ähnliche Gefahr obwaltet, mag immer derjenige, welcher nach klar erkanntem göttlichen Rechte zum Vormund bestellt ist, sich seines Ansehens bedienen. Aber nicht alle, und jetzt wird's entscheidend, aber nicht alle stehen in diesen Verhältnisse, und der zugleich hinlänglichen, reinen und kräftig gebildeten Seele wird das Lesen dieser und ähnlicher Schriften keinen Nachteil bringen. Man kann das im Grunde so zusammenfassen. Goethes Werke können für bestimmte Leute, zum Beispiel Gastwirtstöchter, ohne Frage problematisch sein. Aber für diese Leute sind diese Werke auch gar nicht geschrieben. Ihnen sollte man diese Werke durchaus auch verbieten. Geschrieben sind sie nämlich für die hinlänglich reinen und kräftig gebildeten Seelen. Für diese haben solche Werke keinerlei Nachteil. Was hier passiert, können wir uns anhand eines Schaubildes, dieses Schaubildes nochmal vor Augen führen. Das Besondere am Roman des Typus Wilhelm Meister war ja, dass er sich eben an ein gebildetes Publikum richtete. Ein Publikum, so könnte man auch sagen, mit hinlänglich reinen und kräftig gebildeten Seelen. Also ein Publikum, das sich nicht einfach mit den Figuren eines Romans identifiziert, sondern eine ästhetische, eine reflexive Distanz zu diesen Figuren einnehmen kann. Der Roman des Typus Wilhelm Meister, also der poetische Roman, ist halt kein Roman für Gastwirttöchter oder dergleichen, sondern eben für Gebildete. Genau das aber hat Pustekuchen nicht so recht verstanden. Sein Roman, seine umerzogene Wilhelm-Meister-Figur, soll auch von den ungebildeten Lesern, von den, wie es in einer Rezension hieß, schwachen und beschränkten Geistern gelesen werden. Diese schwachen, ungebildeten Geister hatten aber nie zum Publikum des poetischen Romans gehört, im Gegenteil, sie waren im Grunde von vornherein ausgeschlossen. In den Literaturkritiken und den Angriffen auf Pustekuchen wird dies nun sogar noch etwas zugespitzt. Man regt sich auf darüber, dass Pustekuchen offenbar fordert, dass Romane wie Goethes Wilhelm Meister von allen möglichen Menschen, am schlimmsten Fall auch noch von Gastwirttöchtern, gelesen werden könnten. Das, so hält man fest, ist nicht die Idee hinter einem solchen Roman. Und wenn Pustekuchen mit solchen abstrusen Ansprüchen an den poetischen Roman herantritt, dann ist er letztlich selbst nicht gebildet genug, dann hat er selbst nicht verstanden, worum es bei diesem poetischen Roman, bei diesem elitären Roman geht. Oder anders? Er hat einfach keinen Roman geschrieben, der im Feld der Poesie angesiedelt werden kann. Er gehört einfach nicht dazu, sondern gehört in den anderen Sektor des literarischen Feldes. Pustekuchen ist eben keiner von den Gebildeten. Entsprechend wird in den Kritiken auch immer wieder festgehalten, dass Pustekuchen selbst zu ungebildet ist, um zu verstehen, worum es in solchen Romanen auch geht. Ich führe mal ein paar Zitate an. Pustekuchen, so heißt es, sei wie verlassen von aller tieferen philosophischen Betrachtungsweise der Dinge. Oder Die wahre Entstehungsweise und Tendenz eines echten Kunstwerks sei Pustekuchen völlig verborgen. Oder nichts zeuge davon, dass Pustekuchen die goethischen Charaktere verstanden und studiert habe. Oder es wird konstatiert, Pustekuchen habe von dem Grundgedanken des Werks, also des Wilhelm Meisters, wenig geahnt. Und in eben diesem Sinne hält auch Grillparzer fest, die falschen Wanderjahre sind dadurch entstanden, dass ihr Verfasser Goethes Wilhelm Meister nicht verstanden hat. Pustekuchen wird hier also die Kompetenz oder eben die Bildung abgesprochen. Goethes Kunstwerk, ja das echte Kunstwerk, kann er einfach nicht verstehen. Nur so konnte er auf die Idee kommen, der Leser eines solchen Kunstwerks lese letztlich identifikatorisch, und nur so konnte er auf die Idee kommen, Wilhelm in seinem Roman eine Umerziehung zu verpassen. Pustekuchen, wie auch sein Roman, werden damit letztlich aus dem Feld der echten Poesie ausgegrenzt. Sie haben dort nichts zu suchen, weil sie einfach das Bildungsniveau, das dort erfordert wird, nicht erfüllen. Die Verteidigung des geadelten Romans nach dem Typ Wilhelm Meister ist hier also letztlich auch die Verteidigung einer entsprechend elaborierten und elitären Produzenten- und Rezipientenschicht. Nicht jeder hat Zugang zum geadelten Sektor des Romans, wer nicht gebildet genug ist, verrät sich selbst und kann entsprechend ausgegrenzt, vernichtet, als Lumpenpopanz oder Handwerksgeselle beschimpft werden. Was sich
Ich fasse kurz zusammen. Was sich in diesen Abwehrkampf konturiert, ist so etwas wie eine eigenständige Gattung des hohen, des poetischen Romans, der eben nicht durch bestimmte Textmerkmale, sondern auch nicht nur durch bestimmte Textmerkmale, sondern auch durch ein bestimmtes intellektuelles Niveau, durch eine bestimmte Leserschaft mit entsprechenden Leseweisen und einer entsprechend intellektuellen Produzentenschaft charakterisiert ist. Durch die Angriffe auf Pustekuchen soll diese Gattung als elitäres Projekt reingehalten werden. Sein Feldwert soll unberührt, soll hochwertig gehalten werden. Denn aus Sicht der Vertreter dieser Gattung musste Pustekuchens Roman letztlich wie der Versuch erscheinen, die Grenzen dieser Gattung zu verschieben. Das aber ließen sich die Gebildeten nicht gefallen. Aus Sicht von Pustekuchen stellt sich das allerdings etwas anders dar. Oder besser, aus Sicht von Pustekuchen ging es genau darum, den elitären Roman für breitere Leseschichten zu öffnen. Lassen Sie mich zum Abschluss dieses Abschnitts ein paar Stellen aus einem zu Lebzeiten unveröffentlichten Text von Pustekuchen zitieren. Es handelt sich um einen programmatischen Text, der erst vor kurzem in einer Dissertation zu Pustekuchen publiziert wurde. Dieser programmatische Text von Pustekuchen trägt den bezeichnenden Titel »Die Schriftsteller sollen für das deutsche Volk schreiben« und in diesem Text heißt es unter anderem programmatisch: »In der Literatur muss Republik sein, keine privilegierte Kaste.« Pustekuchen führt das noch weiter aus. Er schreibt: »Die Schriftsteller mit ihren willkürlich gewählten Zirkeln, die sie absurd genug ihr Publikum nennen, sind ganz in der Lage des Adels und teilen mit diesem dieselben Anmaßungen. Dasselbe, was für eine Vertretung aller Stände spricht, das gilt auch hier. Die Literatur ist kein Privilegium einer gewissen Kaste, sie ist ein heiliges Gesamteigentum aller. Sie der Gesamtheit wiedergeben, das ist eine Reformation in dem umfassendsten Sinne und von nicht zu berechnenden, doch nur heilsamen Folgen. Das sind, jedenfalls für den Bereich der hohen Literatur, also jener Literatur, die sich als Poesie begreift, durchaus treffende Diagnosen. Wir haben ja in den letzten Sitzungen gesehen, dass man hier durchaus von einem elitären, ja einem aristokratischen Projekt sprechen kann, vom Privileg einer gewissen Kaste, die sich gewissermaßen als der Adel der Literatur begreift. Pustekuchen hat diese Entwicklung in der Literatur offenbar ziemlich genau beobachtet. Dagegen tun konnte er allerdings nichts. Als er es versuchte, eben mit seinem Wilhelm-Meister-Roman, da wurde er massiv angegriffen. Der Schriftstelleradel, der sich zu dieser Zeit noch relativ einhellig um die Majestät Goethes versammelte, ließ sich seine Privilegien nicht so einfach nehmen, schon gar nicht von so jemanden wie Pustekuchen. Damit ist zwar Pustekuchens Geschichte im Grunde zu Ende, nicht aber die Geschichte der Unterscheidung zwischen Poesie und Prosa, bei weitem auch nicht die Geschichte des Romans. Aber wir haben keine Zeit mehr. Ich komme deshalb zum Versuch eines Resümees, aber auch das nur kurz. Und vielleicht zeige ich Ihnen einfach noch einmal diese Folie hier. Wir haben sie in einer der ersten Sitzungen mehrmals gesehen. Sie zeigt Labels vom Stand des DTV-Verlags auf der Frankfurter Buchmesse im letzten Herbst. Was man dort beobachten konnte, war eine irgendwie merkwürdige Einteilung der Literatur in Gruppen, in Unterhaltungsliteratur, in Literatur, in klassische Literatur, könnte man sagen. Aber das war nicht der einzige Anlass für das, was ich am Anfang der Vorlesung als Genre Trouble bezeichnet hatte. Trouble has found us. An ganz vielen anderen Stellen. Auch, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, in der Warengruppe im deutschen Buchhandel, zum Beispiel in der Warengruppensystematik neu des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Dort werden Bücher sortiert auf eine, jedenfalls haben wir das unterstellt, auf durchaus befremdliche Weise. Die Belletristik wurde da etwa aus einer marketingorientierten Perspektive unterteilt in erzählende Literatur, Spannung, Science Fiction und Fantasy, Lyrik, Dramatik und so weiter. All das sind Gruppenbildung innerhalb des Raums literarische Werke, all das sind genauer Praktiken des Gruppierens von literarischen Werken, die nicht autobezogen oder epochenbezogen arbeiten, sondern diese literarischen Werke aufgrund unterschiedlicher Kriterienkataloge zusammenfassen. Mit den Gattungen, wie wir sie aus den Einführungskursen und der Einführungsliteratur des germanistischen Studiums kennen, hatte das wenig zu tun. Ja, es hatte auch wenig zu tun mit den Gattungskategorien, die wir alle im Kopf hatten. Das jedenfalls legten die Ergebnisse des Fragebogens nahe, den wir gemeinsam am Anfang der Vorlesung ausgefüllt hatten. Wobei wir zugleich feststellen mussten, dass diese Gattungskategorien in unseren Köpfen wiederum sehr viel
damit zu tun hatten oder zu tun hatten mit der sehr prominent von Goethe vorgestellten Idee einer Dreiheit der Gattung. Jedenfalls gab es da deutliche Übereinstimmungen. Eine der Leitideen der Vorlesung war nun, bei dieser Dreiheit der Gattung nicht stehen zu bleiben, sie nicht als gegeben hinzunehmen, sondern zum einen sie auf ihre Entstehungsumstände hin zu befragen und zum anderen Ausschau zu halten nach anderen Gruppierungsweisen, etwa der Gruppierung nach Poesie und Prosa oder der Gruppierung nach Literatur, Literatur, Unterhaltungsliteratur und klassische Literatur, wie wir sie eben nochmal gesehen haben. Das ist erst einmal unkonventionell, scheint mir. Literatur, Literatur und Unterhaltungsliteratur werden in der Regel nicht als Gattungen bezeichnet oder auch als Genres. Meine Idee wäre aber, tun wir das mal. Was spricht denn eigentlich dagegen? Auch hier können wir ganz ähnliche generische Praktiken des Bestimmens, Bezeichnens, Systematisierens beobachten, wie wir sie aus den klassischen, häufig triadisch ausgerichteten Gattungskonzepten kennen, die seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert zum dominanten Prinzip geworden sind. Oder um es nochmal anders zu formulieren, eine meiner Ideen mit dieser Vorlesung war, den Fokus der Gattungsforschung zu weiten, um auf diese Weise unterschiedlichste Formen des generischen Ordens der Literatur in den Blick zu nehmen. Das heißt natürlich auch, davon auszugehen, dass es nicht das eine Gattungskonzept gibt. Und tatsächlich gibt es das auch in der gegenwärtigen Literaturwissenschaft nicht. Wir haben vielmehr anhand des Metzler-Handbuchs Literatur gesehen, dass es gleich mehrere Genres der Gattungen gibt. Mal spricht man nur von Gattung, mal von Genre, mal von Textsorte, mitunter auch von Naturformen der Dichtung. Und meint damit jeweils unterschiedliche Praktiken des Gruppierens von Texten und von Literatur. Diese Praktiken zu untersuchen und zu sehen, wie sie Ordnung stiften, wie sie Ordnung herstellen, Ordnung produzieren, das ist in Kürze das Projekt der Genrepoetik, in das ich Ihnen mit dieser Vorlesung einen kleinen Einblick geben wollte. Genrepoetik nenne ich dieses Projekt in Anlehnung an den Wortsinn von Poesis, was so viel wie tun, machen, schaffen bedeutet. Wie werden Gattungen, wie werden Genres geschaffen, gemacht, was tun Menschen, was tun Literaten mit Gattungen, was wollen sie, indem sie von Gattungen reden? Solche Fragen lassen sich nicht knapp beantworten und sie lassen sich nicht abschließend beantworten. Was sich aber sagen lässt, ist, so scheint mir, dass es bei allem diesem generischen Tun, diesem Machen und Schaffen nur selten ganz interesselos zugeht. Häufig, so habe ich gesagt, haben wir es mit politischen generischen Praktiken zu tun, mit Praktiken des Ausgrenzens, des Marginalisierens, des Verwerfens, aber auch des Glorifizierens. Solche Praktiken wollen aus ganz bestimmten Interessen heraus ganz bestimmte Ordnungen installieren, und auch das sollte man beschreiben, sollte man untersuchen. In jedem Fall sollte man diesen politischen Praktiken nicht auf den Leim gehen, sollte zum Beispiel nicht einfach stehen bleiben bei der Überzeugung, es gäbe nur drei echte Naturformen, drei echte Gattungen der Literatur. Nein, es gibt in der Geschichte wie in unserer Gegenwart sehr viel mehr solcher Gattungen. Und im Grunde ist das auch schon alles, was ich Ihnen mit dieser Vorlesung sagen wollte. Glauben Sie nicht, oder besser, glauben Sie nicht nur an diese drei Naturformen, sondern achten Sie auch auf all die anderen Genres der Gattungen, mit denen in der Geschichte und in der Gegenwart Literatur geordnet wird, und achten Sie auf die Interessen, auf die Praktiken, die dahinterstehen, reflektieren Sie, was mit diesen Gattungen einhergeht, was mit ihnen gewollt wird. Und begeben Sie sich als Leser wie als Wissenschaftler in einen Austausch über das, was Gattungskonventionen sind, wie auch über das, was gegen diese Konventionen verstößt. Denn, und ich zitiere Daniela Seel, denn in diesem Austausch über, in diesem Aneinanderreiben von Konventionen kann sich ein neues oder auch nur anderes Verständnis entwickeln oder überhaupt erst ein Verständnis davon, was das eigentlich ist, was man tut. Und damit bin ich fertig. Jedenfalls hört mein Skript hier auf. Der Text ist aus. Wir werden jetzt hier noch ein paar Fragen stellen, Fragen diskutieren. Sie können, haben die Möglichkeit, Feedback zu geben. Ein paar von Ihnen schreiben noch eine Klausur, aber dafür machen wir das Mikrofon aus. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie eine gute Zeit, haben Sie gute Semesterferien.